Herzlich willkommen zurück bei Kreativ. Wir sind zurück aus der Sommerpause. Ich hoffe, ihr hattet auch eine schöne Zeit. Und hier geht's weiter mit Nachgefragt mit Wolfgang Schwaninger und Eleanor. Diesmal eine neue Version Shortcuts. Eine Frage, eine Antwort für euch. Ja, schön, Wolfgang, dass du wieder bei uns bist. Und wir haben jetzt eine ganz, ganz brennende Frage, die uns alle beschäftigt. Und zwar ist jetzt mittlerweile eine gewisse Zeit vergangen, seit das erste Lockdown stattgefunden hat im März, nämlich ungefähr 6 Monate. Und da gibt es eine ganz, ganz entscheidende Frist, die wir jetzt alle beachten wollen. Und darüber möchten wir mit Wolfgang heute sprechen. Was müssen wir tun, damit unsere Ansprüche, wenn zum Beispiel Theater nicht bezahlt haben, noch wirksam sind? Hallo. Es ist in der Tat so, wie du sagst, Mitte März sind die ersten Veranstaltungen und Vorstellungen abgesagt worden. Und jetzt gibt es in fast allen Verträgen, sowie im NV Bühne, als auch in den meisten Verträgen, eine Bestimmung, die lese ich mal kurz so vor, die heißt zum Beispiel: Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer Ausschlussfrist von 6 Monaten nach Fälligkeit vom Gast oder von der Bühne schriftlich geltend gemacht werden. Okay, das heißt Folgendes: Für alle ausgefallenen Vorstellungen, wo wir noch Honorar haben wollen, müssen wir jetzt handeln. Wir haben jetzt Anfang September, wenn wir sagen Mitte März waren die ersten Vorstellungen, dann heißt das in den Vertrag schauen, wann sind Vorstellungen oder Probenhonorare ausgefallen, und dann rechnen wir 6 Monate drauf. Und zwar so, das heißt ja nach Fälligkeit, also normalerweise ist ein Anspruch fällig, zum Beispiel Probenpauschalen am Anfang des kommenden Monats, also ein bisschen in die Zukunft betrachtet. Also Beispiel, Vorstellung war am 15. März, das heißt, die Vorstellung, und zwar nur das Honorar für die Vorstellung am 15. März, endet die Ausschlussfrist nicht direkt am 15. März, sondern Ende September. Also dann, wann normalerweise ausgezahlt worden wäre. Das hängt davon ab, wann der Anspruch fällig ist. Da steht auch in den Verträgen drin, dass meistens zum Beispiel an den ersten 3 Werktagen des kommenden Monats. Um natürlich sicher zu gehen, würde ich so früh wie möglich, wenn ihr euch entscheidet, gegen das Theater noch Ansprüche zu stellen aus ausgefallenen Vorstellungen, tut dies so schnell wie möglich. Beachtet, dass wenn ihr die Frist von 6 Monaten zum Beispiel für einen Zeitraum schon verpasst habt, heißt das nicht, dass es für die Folgevorstellung verfallen ist. Also bitte genau schauen, draufrechnen und noch rechtzeitig dem Theater schriftlich mitteilen. Aus den Vorstellungen vom so und so viel, in unserem Gastvertrag von so und so vielen stehen mir noch Honorar zu in Höhe von, und das beziffern und sagen, ich bitte auf Überweisung oder Einvernahme oder irgendwas, dass deutlich wird, dass man noch Ansprüche erhebt. Und wie wir schon gesagt haben, das klappt nicht, wenn man eine Auflösungsvereinbarung unterzeichnet hat. Aber ansonsten bitte nachschauen und schaut mal nach in euren Verträgen, wann die Ansprüche fällig sind, und da rechnet 6 Monate drauf. Dann hat man Zeit. Dann können wir eigentlich im Rahmen von bis zu 3 Jahren noch Ansprüche geltend machen. Aber wichtig ist, dieses Schriftstück in die Verwaltung zu gehen, dort abzugeben, sich vielleicht eine Quittung geben zu lassen, unterzeichnen zu lassen, die Kopie. Das ist hier auch tatsächlich abgegeben worden. Und dann ist man erstmal safe und hat diese Ausschlussfrist gewahrt. Das heißt also, wenn jetzt Verträge für März fertig waren, müssen wir auf September gehen. Wenn Sachen im April ausgefallen sind, dann müssen wir entsprechend spätestens im Oktober tätig werden, und dann können wir diese Ausschlussfristen noch erreichen. Wolfgang, die Sache mit dem Schreiben, dass man jetzt noch seine Ansprüche geltend macht aus den vergangenen Verträgen, was wäre denn wirklich der Vorteil, wenn viele, viele Kollegen auch noch ihre Ansprüche geltend machen bis in den nächsten Monaten, die auf dem Frühjahr beruhen? Das würde den Vorteil haben, dass unsere Stimme, die sonst immer nur solistisch ertönt, gemeinsam erklingt. Wenn einer kommt und zum Verwaltungsdirektor geht, dann ist er vielleicht der Querulant. Aber wenn jeden Tag 3 zu ihm gehen, entsteht ein ständiger Druck,
dass sich die Verhältnisse ändern müssen. Und dazu möchte ich auffordern und dazu würde jeder, der nachfragt, nachverhandelt, seine Situation beschreibt, dazu beitragen, dass wir hier zu gerechteren Lösungen kommen. Wir von Kreativ haben uns noch eine besondere Sache ausgedacht für euch. Wenn ihr Hilfe braucht bei der Formulierung eines solchen Schreibens an ein Theater, in dem ihr eure Ansprüche noch geltend machen wollt, wird der Wolfgang ein Dokument erstellen, was wir euch hier unter diesem YouTube-Link, unter diesem YouTube-Video als Link zum Download habt. Das müsst ihr dann runterladen, entsprechend euren Bedingungen anpassen. Und dann sind wir sehr froh. Vielen Dank, lieber Wolfgang, dass du uns dein Fachwissen zur Verfügung stellst. Und gebt das weiter, gebt die Info weiter, redet drüber mit euren Kollegen und bittet alle, möglichst viele Briefe zu schreiben.